Heiter geht's weiter mit unserem munteren Findet Nemo Abenteuer und es geht zum Zahnarzt. Dömel, hast du dir die Zähne geputzt? Klar doch. Will ich auch hoffen, sonst würde ich dein loses Mundwerk jetzt mit Seife auswaschen. Shit. Ach, jetzt muss ich wieder reden, oder? Du willst Bruce High sein? Okay, warte. Oh, ich sehe euch heute keine Abchen. Was? Wie sprichst du den denn? Keine Ahnung, wie redet der denn? Der war doch... Fische sind Freunde, kein Fressen. Ich hab einfach nur tiefer gesprochen. Hat er auch sowas mal gesagt. Okay. Also auf jeden Fall nicht so, als hätte er gerade eine viel zu dicke Zahnspange bekommen. So eine große Zahnspange, mit der man nicht reden kann. Wie geht es euch heute, kleine Häppchen? Oh mein Gott, er ist viel zu verführerisch. Ich liebe es. Hab keine Angst. Die kleinen blauen Dewey hat mir befohlen, nett zu sein. Und es ist wichtig, nett zu sein. Und nett zu sein. Schön, dass wir wenigstens beide daran denken müssen, aber direkt alle beide. Außerdem, Fische sind Freunde. Kein Futter. Hab ich's nicht gesagt? Oh shit, das will ich ja. Bruce, wir sind auf dem Weg zum Riff, um ein neues Heim für Jack zu finden. Ach ja, ich bin der Weg. Nun, in dem Gebiet vor euch wimmelt es vom Haien. Diese Burschen fressen alles. Burschen können ihr beiden kommt besser mit mir. Danke, Bruce. Nee, wird immer frecher. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Könntet ihr meine Zähne putzen? Was? Hui. Hui. Auch hier Thema Zahnarzt, ne? Ja. Was hältst du vom Zahnarzt? Also ich persönlich, ich gehe so gut wie fast gar nicht zum Zahnarzt. Ich auch nicht mehr, seit ich 18 bin nicht mehr. Aber... ich gehe wirklich nur hin, wenn ich wirklich Probleme mit meinen Zähnen habe. Aber ich habe auch nie Probleme. Ich habe wirklich auch noch alle meine Zähne. Also mir musste noch kein Zahn gezogen werden. Ja, mir auch nicht. Ja, wär auch traurig. Mein Gott, Dürmel, du bist Anfang 20, ich bald auch. Ey, viele haben schon Zahn weg. Ernsthaft? Ja, also viele in meiner Klasse hatten es. In meiner alten, nicht jetzigen. Das weiß ich nicht. Ich will mich bewegen. Putz, putz, putz. Schrubb, die Zähne, dann sind sie sauber. Hier. Oh mein Gott, das hört sich so pervers an, ne? Gott, reib, was das Zeug hält, Jack! Oh, weiter geht's. Nee, also ich hab auch schon mehreren Formaten bereits über meine schlechten Zahnarzterfahrungen berichtet. Ich bin echt kein großer Zahnarztfreund. Ich gehe halt wirklich nur hin, wenn es nötig ist. Ja. Ja. Du bist ja generell so jemand, wenn du Probleme hast, ja, geh schon irgendwie weg und gehst niemals zum Arzt. Ja, auch wenn ich schon die Empfehlung habe, zum Arzt zu gehen, ich gehe da nie hin. Warum wird mir er empfohlen? Ja, der ist nicht sauber. Reib doch weiter. Ich bin multitaskfähig. Wie kannst du denn hier ein Leben verlieren? Hab ich doch noch nicht verloren. Achso, doch, wenn er zubeißt. Wenn die Zeige da zugeht. Ey, jetzt geh da hin! Ja. Ah, okay. Jetzt haben wir das herausgefunden. Jetzt reib doch wieder. Jetzt da! Da! Da, du Nudel! Den damit hole ich mir zum Schluss. Okay. Da! Wo war ich? Ach ja, genau, bei Arzttermin. Ja, da bin ich tatsächlich. Ah! Reib schneller! Ich weiß nicht, also, neulich hatte ich da ja auch so richtige Beschwerden. Also, ich erzähle das mal kurz. Ich hatte so. Also, mir war übel. Also, ich hatte total Bauchschmerzen. Mir war übel. Ich habe in der Nacht dann auch noch gebrochen. Es kam nachts so aus dem Nichts. Und ich,
ich musste aber auch untenrum alles ausscheiden. Das zeigt gleich. Ich dachte echt, es geht mit mir in dieser Nacht zu Ende. Und anstatt einen Arzt zu rufen oder so nachts, dachte ich mir einfach nur so, ich sollte wohl mal ein Testament aufsetzen. Und ich war da voll am Flennen, ne? Und an wen habe ich da dann auch gedacht, wo es mir so dreckig ging? An mein Dömelein. Ich dachte mir so, also ich war kurz davor, dich anzurufen, Dömel, nachts, weil ich dachte echt, es geht einfach mit mir zu ändern. Anstatt dass ich mich irgendwie um meine Gesundheit kümmere, nein. Dafür war ich ja zu eitel. Ich dachte mir so, auf der einen Seite hatte ich mein Testament-Gedanken. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, oh ja, morgen ist mein Duschtag. Nee, nicht genau. Ranzig im Krankenhaus. Nee, ich rufe keinen Arzt. Das fäng ich schon von alleine wieder. Auch wenn es so grottig ging in dieser Nacht, ne? Ich dachte echt, da passiert weiß, sonst was. Ich weiß nicht, was geht da mit dem Duschtag. Vor allem, du kannst doch im Krankenhaus dann auch duschen. Ja. Nee, also das wollte ich nicht. Und das hatte ich den Gedanken einfach, ja, ich soll ein Testament langsam aufsetzen. Mit 19, ey. Mit 19. Oh, die Rettung. Gerettet. Wir sind gerettet. Ey, du, ich sag's, ihr wird sterben, weil ich zu eitel bin. Glaube ich auch. Ach ja, ich bin das. Es wird dunkel. Ich kann nichts mehr sehen. Oh, nur der Arm Nemo. Chuck. Kann Chuck eigentlich reden? So. Ja klar, der hat doch seinen französischen Akzent. Nemo, hilf mir. Ich hab eine Idee, Chuck. Halt dich hier ran fest. Er ist einfach runtergeplumpst. Okay, was ist das jetzt? Trocken, ey. Ja, hilf mir. Hilf mir. Weißt du, es heißt als Franzose. Ja. Nutze Steuerkreuz, um das Seil zu bewegen. Streiche zärtlich mit dem Touchpad auf der Bewegungsanzeige nach oben. Okay. Nemo wird das Seegrasseil herunterlassen. Seegras. Lass dein Haar herunter. Benutze Steuerkreuz, um es zu lenken. Lass das Seil zu Jack. Okay, es ist, glaube ich, klar. Wie 1 von 6? Warum steht da 1 von 6? Gleiche Ebene. Oh, meinst du echt gerade sehen wir es? Aha! Oh, das war ein Glückstreffer. Hier! Ich streiche doch! Jack! Das ging ja schnell. Ich hab den Durchblick, okay? Was? Nein! Neuen Kumpel mitgenommen. Weg! Und mir einen Namen geben. Weg! Weg! Ja! Friedemann! Ne. Ah! Puste! So krieg ich die weg! Geh weg! Friedemann in Ruhe. Ich lasse ihn nicht in Ruhe, den Mann. Ah! Der arme Friedemann. Ich reiß mit dem Streichen nicht. Wie soll ich hier streichen? Was zur Hölle? Nur Pfeil drücken. Oben. Was ist das? Okay. Ja! Dürme! Schnell, schnell, schneller! Schnell. Nein! Komm! Hab ich's? Nein! Was? Ja, komm! Oh.
Nick, du bist aus deiner Rolle. Wie, ich bin aus meiner Rolle? Ja, du brauchst ja nicht mehr pusten und ah machen. Ich außer Atem. Was willst du von mir? Oh, guck mal, Minenfeld. Das ist jetzt auch noch in der Folge. Ja, das kriegen wir noch hin. Halleluja. Wow! Mein Vater hat mir von diesem Ort erzählt. Diese Ballons können explodieren. Ich weiß, was zu tun ist. Folge mir. Wie, wie? Gott. Ja. Was geht hier ab? Ach ja. Hä? Oh, oh, okay. Anscheinend anklicken. Aha, nee, durchschneiden. Das ist ja hier Fruit Ninja. Ja. Mann, was ein... Oh, oh. Abenteuer. Aber das wird bestimmt gleich noch spannend. Warum haben die so komische Flossen bei sich? Was ist das? Du siehst es, ne? Ja. Ah, die haben Einschnittstellen. Guck mal, von der Seite. Oder ist es immer so gekettet? Ey, Musik gefällt mir. Oh, nein. Oh. Wie habe ich das denn gemacht? Keine Ahnung. Upsi. Ah, ich wollte doch nicht die Bombe berühren. Komm. Miau, ich lasse einfach berührt hier. Ach! Das zeigt immer, in welche Richtung ich schneiden muss. Okay. Hm. Habe ich jetzt auch mal gepeilt. Hm. Oh mein Gott, Dömel. Und nur jetzt kommen die Möwen ins Spiel. Das hat aber gedauert, das ist die Hälfte des Spiels hier. Ah, weg mit dir! Vor allem, ich achte nie auf die Richtung, ich schneide einfach nur. Was, Dürmel? Ja, kriegst du das nicht gut hin. Ja, du brauchst einfach nur schnell hin und her bewegen, reicht ja. Ah! Oh, oh, oh! Oh, Mann! Nee, ich könnte tatsächlich noch scheitern jetzt hier, auf den letzten Metern. Ja, wenn du... Kackfetz, ne? Was? Ja, weil dieser Klumpen da wahrscheinlich gegen geflogen ist. Och Mann! Das ist eine Scheiterfolge an der Stelle. Ja, ne? Irgendwie bin ich in dieser Folge überhaupt nicht gut. Kein Wunder, ich konnte ja in der Folge auch nicht rollen. Es fehlt mir, ehrlich. Aber Musik ist gut. Okay. Dürmelein. Hm? Weißt du, warum mich das erinnert so ein bisschen? Also, Nee. Hier sind ja Minen. Früher, wenn man irgendwie einen Laptop hatte oder einen PC neu, es gab immer so kostenlose vorinstallierte Spiele. Ich weiß nicht, ob es heutzutage das noch existiert. Aber es gab eins, ich weiß nicht mehr den Namen, wo man Minen aufdecken musste, so auf gut Glück. Kennst du das? Nee. Warte, hast du das nie gespielt? Nee. Das Spiel ist super ranzig und dumm. Ich habe das immer mit meiner Schwester gespielt. Klar, also wir haben es nicht zusammen gespielt. Das kann man nicht zusammen spielen, aber wir haben uns dabei zugeguckt, wie wir es machen. Aber kennst du noch vom früher so die Seiten wie Spieleaffe? Klar. Immer in der Pause. In der Pause ist man an den Computer gegangen in der Schule. Wusstest du, die haben dich gemacht? Also gibt's gar nicht mehr. Ja. Schon letztes Jahr, gegen Ende, also zu Beginn dieses Jahres. Weil Flash wird nicht mehr unterstützt. Genau. Okay, jetzt habe ich eine 640er-Kombo. Es läuft. Ich habe noch keinen Fehler gemacht. Bam! Dömel, das ist der Versuch, ich sag's dir. Mhm. Fehlerfrei. Mann, bin ich gut. Könnte man ja fast denken, dass ich immer so gut bin. Würde man die anderen Versuche nicht sehen. Das stimmt. Hm. Ja, also. Sagt ich fehlerfrei, wie ich hier mache? Das ist es war gelogen. Du kannst wohl auch zweimal Nemo aktivieren. Hä? Helfen. Wie aktiviere ich ihn nochmal? Keine Ahnung. Leertaste. Nee, bestimmt R oder A. Die Bomben sind mir egal, hier ist das Ziel.
Ich brauche keinen Nemo, ich war alleine gut genug. Natürlich speichern, wa? Wie immer. Und wir haben Chuck geschafft! Ich meine, jetzt haben wir schon 4 von 7. 7 sind, meine ich, in dem Aquarium. Hier haben wir Lee, Sushi. Das war's, ne? Nee. Da ist dann noch Kahn. Orkan heißt der. Stimmt. Aber ich muss sagen, seine Spiele fand ich jetzt. Ich fand sie. Okay. Also Puff ist noch mit Abstand der Beste. Ja, fand ich auch. Vor allem. Fand der, glaub ich, vor allem die Seeteufeljagd. Ja. Aber ich glaube, ich finde den sogar am schlechtesten. Echt? Ich fand den Seestern sogar noch besser, glaube ich. Ja, ja. Ja, okay. Hm. Deshalb freue ich mich schon in der nächsten Folge auf Lee. Da rollen wir wieder. Du, das ist meine erste Folge ohne Rollen. Das ist an der Stelle eine traurige Folge, okay? Wir haben Jack abgefrühstückt, das heißt, wir haben Schnecken gegessen, er ist Franzose. Franzose, ey. Er ist Franzose. Okay, Dumlino. Hm? Du darfst eine liehafte Verabschiedung machen. Jiha! Wie du von Lee auf Yi kommst, ey. Finde ich schon wieder gut, Dürmel. Nee, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, obwohl Nick sehr oft gescheitert ist. Mein Gott, das gehört dazu, hey. Das gehört eben zu meiner Spielerfahrung dazu.